Herzlich willkommen zu den Reflexen am Mittag im fast leeren Haus der Religionendialog der Kulturen. Priester Sasikumar Malingam hat heute eine uralte Geschichte aus der hinduistischen Tradition mitgebracht. Jonas Widmer reflektiert dazu aus christlich reformierter Sicht und er tut das in der Kirche im Haus der Religionen. Christine Ragatz und Thomas Leutenecker faszinieren einmal mehr mit ihrer Improvisationsmusik auf Geige und Klavier. Guten Tag, Jonas. Ich möchte dir eine echte, wahre Geschichte aus unserer kindischen Tradition, von einer heiligen Geschichte, möchte ich dir erzählen. Es hat ein Königreich, also ein tamilisches Reich, wo damals der ganze südostasiatische Kontinent beherrscht, also verbreitet. Der König heißt Rajarajan. Er kommt ursprünglich aus Südindien, vom Tanjavur. Und er hat damals überlegt, für seine Identität zum Weiterverbreiten, möchte er einen riesen Tempel bauen im Südindien. So hat er Rajarajan im Tanjavur einen großen Tempel gebaut. Und da hat er hunderttausende menschliche Kraft benutzt. Und er hat einen großen Tempel, auf den Tempelturm kommt eine Kuppel aus einem Stein gehaut. Und der Stein ist fast 40 Tonnen schwer. Und der Rajarajan hat eine Rampe mit der Erde gemacht. Und dann hat er für 40 Elefanten Schnaps gegeben. Dann die Elefanten haben den Kuppel geschleppt bis nach hoch und dann haben sie diesen Tempelturm gedeckt. Von der anderen Seite mit der Rampe kommen sie wieder herunter. So hat der Rajarajan einen riesigen Tempel
Es lebt immer noch dieser Tempel, fast 1000 Jahre lang, und dieser Tempel hat er fertiggestellt. Dann im Hindusmus, wenn man eine Einweihung macht, dann schauen wir den Stern, der Sternzeichen und Planeten, wie der steht und so. Dann entscheidet man eine richtige Zeit, wo man eine Einweihung machen könnte. Und so wird er auch eine Einladung für Gott, dass er dort erscheinen kann. Aber in dieser Region hat noch eine Sadhu gelebt, ein hindischer Heiliger. Er hat auch eine Idee, ja, ich möchte auch einen riesigen Tempel bauen, aber er ist ein armer Mensch. Dann hat er überlegt, ja, ich baue auch einen Tempel, aber in meinem inneren tiefen Herzen. So hat der Sadhu auch eine Zeit benutzt, fast 6 Jahre lang, so wie Radharajan. Und gleichzeitig hat er auch geplant, er hat viele Vorstellungen in seinem inneren Herzen und er sammelt die Mitarbeiter, er tragt die Steine und den Handwerker. Alles hat er mit den inneren Vorstellungen fast 6 Jahre lang hat es geschafft. Aber der Sadhu hat auch einen Tag gewählt, wo er genau der Radharajan entscheidet hat. Und dann hat er für Gott Shiva eine Einweihung gegeben, für eine Einweihung eine Einladung gegeben, innerlich. Dann hat er gewartet. Ja? Und plötzlich, der Radharajan, der König, hat einen Traum. In diesem Traum erscheint Gott Shiva. Er sagt: Radharaja, du hast einen riesigen Tempel gebaut, aber ich habe noch einen anderen Tempel gleichzeitig eine Einladung bekommen. Dieser Tempel ist ein riesiger als deine. Darum, ich muss zuerst dort erscheinen. Ich kann so deine Datum ein anderes Mal verschoben. Dann hat der Radharajan wach von dem Traum und er ist sehr nervös und sehr traurig und er ist auch ratlos. Warum? Und wo gibt es so einen Tempel? In diesem Traum hat der Shiva gesagt, genau in deiner Region. Er hat auch den genauen Ort genannt. Dann geht der Radharajan mit seinem Militär, er hat marschiert bis diesem Ort, wo der Sadhu lebt. Dann klopft die Tür von dem Sadhu, kommt der Sadhu heraus, dann sagt der Radharajan, ja, mein lieber Herr, zeigst du mal deinen größten Tempel? Dann fragt er, ja, aber wer sagt dir, ich habe einen Tempel gebaut? Dann sagt der Radharajan, ja, in meinem Traum erscheint Gott Shiva. Er sagt, du hast einen riesigen Tempel gebaut als meine. Bitte zeigst du mir, wo dein Tempel liegt. Dann sagt der Heilige, ja, oh mein Gott, es ist eine unglaubliche Gnade von Gott. Er hat so jammert Himmel nach Boden. Also wie hat der Gott diesen inneren Tempel akzeptiert? Er ist so wahnsinnig überfreude und glücklich. Dann sagt der Heilige für Radharajan, ja, mein König, ich habe diesen Tempel nicht irgendwo draußen gebaut, sondern ich habe diesen Tempel in meinem inneren Herzen gebaut. Es ist schön, Herr Gott Shiva hat meinen Tempel akzeptiert. Dann ist der Radharajan sehr traurig. Dann sagt er, ja, fragt der Gott Shiva, oh mein Herr, warum machst du so etwas? Ich habe einen schönen Tempel für dich gebaut und du willst nicht hier betreten und du hast gleichzeitig einen anderen Tempel akzeptiert. Dann von dem Himmel hört er die Stimme von Gott Shiva. Gott Shiva sagt, ja, Radharaja, du hast diesen Tempel mit deinem Ego gebaut. Aber der Sadhu hat mit seinem lieben Herzen gebaut. Mir ist lieber, diesen Tempel zu einziehen, als deine steinige und egoistischen Tempel zu betreten. Dann ist der Radharajan sehr traurig, aber er hat etwas, eine Lektion gelernt. Gott wünscht auch einen Tempel, wo in unserem inneren lieben Herzen, nicht nur mit den Steinen. Aber dann ist der Radharajan zurückgegangen bei seinem Tempel. Er hat eine Figur aus seinen, es sieht genau Radharajan aus, dann hat er diese Figur auf den Treppen geschafft, von dem Eingang von dem Tempelturm. Dann sagt er, noch 1000 Jahre lang sollte alle Gläubigen mit ihren Füßen auf meinen Körper berühren.
im Hindus-Muss die Füße berühren, das ist auch ein Symbol, das Egoismus vernichten. Also der Radharajan hat seine Form auf den Treppen geschafft, bis jetzt immer noch die Menschen mit ihrem Barfuß betreten auf den Körper von den Radharajan, so wird er sein Ego nie wieder aufstehen kann. Das ist ein Symbol, es hat zwei Symbole, es gibt auch die Tempel mit dem Stein, Gott akzeptiert das als Symbole, aber er vernichtet diesen Egoismus. Lieber ein Tempel, wo man mit dem inneren Herz, mit dem Lieben geschafft, das ist noch wertvoller, können wir so etwas lernen. Ja, danke. Ja, lieber Sasi, ich danke dir für diese Geschichte aus den Hindu-Traditionen, die mich sehr bewegt und die mich zum Denken anregt. Und ich möchte dir gerne darauf antworten. Das zentrale Thema ist der Tempel, das Heiligtum und in meiner Tradition, dem reformierten Christentum, da wurde der Tempel bzw. Rom sprichwörtlich über Bord geworfen. Martin Luther hat nicht nur das gewagt, er hat auch die heiligen Sakramente oder die heiligen Personen negiert, hat gesagt, meine Religion, die braucht das nicht. Was sie aber braucht und was bleibt, ist die Heilige Schrift, die Bibel. Und in dieser Bibel, da finde ich viele Parallelen zu deiner Geschichte, möchte einige davon aufgreifen. Es fällt mir der Turmbau zu Babel ein, eine Geschichte ganz am Anfang der Bibel, im Buch Genesis. Die Menschen mit übersteigertem Ego und Ehrgeiz bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und Gott reagiert darauf nicht so gnädig wie der Gott Shiva in deiner Geschichte, der dem Raja schlussendlich eine Lehre erteilt, welche dieser dann auch beherzigt. Nein, der Gott des Alten Testaments, der zerstört diesen Turm, und damit nie wieder so ein egoistisches Werk der Menschen gemacht werden kann, zerstreut er sie auf der Erde und verwirrt ihre Sprache. Also es wird dann so gedeutet, dass das der göttliche Ursprung der Vielsprachigkeit auf der Welt sei.
Eine zweite Sache, die mir in den Sinn kommt, ist, wie sich Gott den Menschen zeigt. In deiner Geschichte zeigt er sich einzig dem Raja und er zeigt sich im Traum. Und es gibt unzählige biblische Geschichten, in denen sich Gott den Menschen im Traum zeigt. Der Traum ist also ein interreligiöses Portal, in dem sich die Immanenz und die Transzendenz Mensch und Gott irgendwie berühren können. Des Weiteren fällt mir auf, dass es Motive gibt in deiner Geschichte, die ganz nahe an den zentralen Elementen des reformierten Glaubens stehen. Zum einen, ich schweife etwas aus, wird in deiner Geschichte detailliert geschildert, wie groß dieser Tempel ist, mit wie viel Aufwand er gebaut wird in 6 Jahren, und dennoch wird er von Shiva gering geschätzt. Shiva bevorzugt den Tempel eines einfachen Sadhus, der diesen im Herzen baut. Und es kommt mir dabei in den Sinn, dass Martin Luther, indem er all diese Heiligtümer verwirft, sagt, die zentralen 3 Elemente des Glaubens ist die Schrift, die Bibel, und dann der Glaube oder das Vertrauen und schließlich die Gnade. Und das, was ich unter Glauben oder Vertrauen verstehe, das entspricht eigentlich dem, was dieser Sadhu macht. Es ist das, was wir im Herzen haben, das Vertrauen in die Religion, das Vertrauen in Gott. Schließlich kommt mir auch der Begriff der Gnade in den Sinn. Nicht? Wie stellt sich Gott Shiva zu diesem Sadhu, der 6 Jahre lang in seinem Herzen baut? Der Sadhu selbst, der denkt, sein Tempel werde nicht akzeptiert werden, denn er ist ja ein armer Mensch, er hat nicht die Mittel dazu, Gott zu beeindrucken. Und damit liegt er falsch. Shiva bevorzugt eben seinen Tempel gegenüber diesem Prunktempel, den der Raja baut. Und was ist das, wenn nicht die Gnade Gottes, die eigentlich vor allen Werken, die der Mensch vollziehen kann, steht? Im reformierten Christentum oder die ganze Reformation hat eigentlich auch die Werke abgelehnt, also der Glaube daran, dass man durch menschliche Taten, seien sie noch so groß, Gott beeinflussen kann in seinem Wirken, sondern Gottes Wirken basiert eben auf Gottes Gnade. Da finde ich auch Parallelen zu deiner Geschichte und möchte abschließen mit der Frage an die, ja, so an dich und an die Hindu-Religion. Mir fällt auf, dass diese Religion auch einen Opferkult betreibt. Also, dass Werke auch heute eine große Rolle spielen, dass die Leute opfern gehen, Feste besuchen, spenden und meines Wissens das auch tun im Verständnis, dass ihnen das eben die Gnade Gottes bringt. Und jetzt höre ich eine Geschichte, die genau diese Annahme zerstört oder in Frage stellt. Kannst du mir das erklären? Thank you.
Ja, lieber Jonas, ich habe deine Reflexion mitbekommen. Es ist auch für mich erstaunlich, wie bewegt euch diese Frage, also meine Geschichte. Ich fühle mich auch ähnlich ein bisschen von unserer Seite. Ja, ja, du hast genannt, es gibt sehr viele Opfergabe im Hindus-Mos, Handlungen mit Gott und immer etwas Werk und so weiteres. Eigentlich, der Tempel ist eine Kindergartenbasis. Ja? Also dort lernt man alles. Weil ein Tempel ist ein Ort für Begegnung. Der Tempel ist ein Ort für eine Kulturveranstaltung. Der Tempel ist auch ein Ort, die Bräute, wo sie erstes Mal miteinander treffen. Also darum, das ist wirklich eine Kindergartenbasis, wo man auch Opfergabe gibt. Es gibt noch weitere Handlungen, weil Menschen, wir sind immer anhaften mit der materiellen Welt. Also dann muss man auch irgendwo lernen, etwas geben und nehmen, nicht nur alles nehmen. Oder? Darum ist es wichtig, diese Opfergabe, weil dass sie schenken für jemanden und dann können sie auch mit der anderen zusammen essen. Das ist wichtig. Die Menschen sollen das lernen, nicht nur mit ihrem eigenen Material anhaften. Man sollte auch etwas loslassen und abgeben. Darum ist der Tempel ein Ort für Kindergartenbasis, aber es gibt noch viele weitere Richtungen im Hindus-Mos. Es braucht auch keinen Tempel, es braucht keinen Namen, es braucht auch keine Religionen. Wenn du den wahren Wahrheit entdeckst, das braucht alles nicht mehr. Aber das sind alles ein Nutzmittel für diese unglaubliche Wahrheit zu entdecken. Darum, also wir haben auch diese reformierte Art im Hindus-Mos. Man kann auch Gott gewinnen ohne Form und Namen und Tempel. Aber diese Anfangtreppe ist auch sehr wichtig für einen Menschen, sich selber zum Aufbauen. Darum in unserer Sicht, ein Tempel ist auch wichtig, ein Ort. Ja, so habe ich in meiner Sicht verstanden. Danke. Thank you.
Das waren die Märzreflexe. Jonas Widmer hätte natürlich noch viel mehr Fragen und Sassi Kumar-Thamalingam hätte noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und Sie wahrscheinlich hätten auch einiges zu sagen und zu diskutieren. Hoffentlich können wir bald unsere Tradition fortsetzen mit dem gemeinsamen Mittagessen am interreligiösen Stammtisch. Im April können Sie sich freuen auf einen jüdisch-buddhistischen Dialog. Alles Gute, bis dann.